So, willkommen zu einer neuen Folge. 7 Tage, 7 Stops. Folge irgendwas, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall mal wieder in Hessberg unterwegs, denn wir haben letztens 4 Pokestops eingereicht in Hessberg. Die Willkommenstafel auf dem Friedhof, 2 Denkmäler, wenn man es so nennen will, die Amtstafel wieder mal, die ja schon mal abgelehnt wurde, haben wir trotzdem nochmal eingereicht. 3 Stück habe ich danach noch in Hildburghausen eingereicht, das möchte ich aber in einer Extra-Folge machen. Da werde ich gleich die Einreichungen und die Ergebnisse in einem zeigen. Hier, weil das ein bisschen aufwendiger war, wollen wir aber die 4 Stück in einer Extrasendung machen. Die Einreichungen müsstet ihr gesehen haben. Jetzt kommen wir heute also zu den Auflösungen. Ich bin wieder in Hessberg unterwegs, wieder mal am Sonntag, passend zum Muttertag sozusagen. Und ja, genieß einfach mal die Aussicht, auf dem freien Feld zu stehen. Das ist Hessberg hinter mir, seht ihr das? Da tobt der Putz, Alter, da geht richtig was ab. Wir sind jetzt unterwegs, wir checken die Locations aus, gucken, was ist ein Pokestop geworden, was nicht, was wurde abgelehnt, was nicht, was ist eine Arena geworden, was nicht und wie sieht's jetzt aus? So, da sind wir auch schon am ersten Stop angekommen, am ersten Way-Spot, den wir eingereicht haben. Seht ihr hinter mir hier die Willkommenstafel, die haben wir zuerst eingereicht. Wir gucken gleich mal direkt ins Wayfahrer-Programm rein. Willkommenstafel Nord, denn am anderen Eingang habe ich auch schon mal eine eingereicht, die auch durchging. Die ist auch akzeptiert, hatte auch ein Upgrade erhalten, denn die anderen waren schon alle in der Abstimmung, das noch in der Warteschlange. Habe ich dann ein Upgrade drauf gegeben, ist also jetzt durchgegangen. Willkommenstafel Nord, hier seht ihr nochmal das Umgebungsbild. Sehr schöne Willkommenstafel, um die Besucher von Hessberg zu begrüßen. Frei zugänglich, kein Privatgelände. Und da wenig Stops im Dorf sind, auf jeden Fall eine Bereicherung. Denn es war ja so, hier war wirklich nichts zu sehen. Wir gucken auch jetzt direkt in die App. Das seht ihr, ich stehe hier am Ortseingang. Hier, zack. Das seht ihr, ich stehe hier am Ortseingang, ne? Hier haben wir den Stop, da könnt ihr drauf drücken, das seht ihr schon, Willkommenstafel Nord von Hessberg. Hat also geklappt, der erste, wunderbar, so gönne ich mir das. Wir brauchen einfach viel mehr Willkommenstafeln oder wenn ihr in einem kleinen Ort lebt, in einem Dorf, probiert das mal aus, reicht mal diese Empfangstafeln ein, keine Ortsschilder. Aber wenn da extra nochmal aus Holz sowas da angefertigt ist, das könnt ihr sicherlich immer einreichen, das wird, denke ich mal, durchgehen. Hinter mir seht ihr hier das Ortsschild. Das ist Quatsch, das ist nix, das braucht man nicht. Aber so eine Willkommenstafel geht immer. Wenn ihr also kaum Stops habt bei euch, probiert das, reicht das ein. Und ich denke mal, ihr müsstet Erfolg haben, wenn das Bild stimmt, wenn der Text stimmt, wenn die Bewertungen, die Bewerter stimmen. Das können ja auch Leute sein, die euch nichts Gutes gönnen wollen und überhaupt. Ich ziehe jetzt aber weiter. Ich muss noch schnell ein Pokémon irgendwo fangen für die Überblendung. Und dann sehen wir uns beim nächsten wieder. So, wir sind jetzt auf dem Friedhof angekommen in Hessberg. Und da habe ich euch letztens ja auch ein Denkmal gezeigt. Hier ruht in Gott J. Griesing. Seht ihr hier hinter mir, was ich auch sehr schön fand, kann man das schön sagen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, wie das alles gestaltet wurde hier mit der Schrift dazu, mit dem Bild davon, das Kreuz drüber, das sieht richtig wuchtig aus. Inspektor des Rittergutes Hessberg, also das muss auf jeden Fall was bedeuten, das muss was Geschichtliches, Historisches sein. Historisch und geschichtlich ist ja das Gleiche. Und wir gucken mal in die Wayfarer-App. Denkmal J. Griesing akzeptiert. Auch sehr schönes Bild, wie ich finde. Wenn wir rüber switchen, auch das Umgebungsfoto nochmal. Sehr beeindruckendes Denkmal, was mir als Dorfbewohner früher nie aufgefallen ist, aber Teil der Geschichte und Anfänge von Hessberg widerspiegelt. Und das ist ja auch eben was Besonderes, dass man seine Umgebung besser kennenlernt, gerade durch Arenen und Pokestops. Das ist ja nicht nur zum Spielen, man sieht ja auch wirklich Sachen, auf die man vorher nie geachtet hat. Was ich eben so gut finde, selbst wenn es ein Friedhof ist, wie hier, finde ich makaber, aber kann man doch machen. Denn wenn die Leute mal in der Nähe sind, gehen die vielleicht mal hier hin, schauen die sich das an, belesen sich dann vielleicht mal und sehen, oh hier Rittergut, Hessberg, was war da denn los? Finde ich auf jeden Fall genial. Das wollen wir euch auf der Karte zeigen. Lasst euch nicht wundern, warum da so viel los ist. Hier haben wir also den Pokestop Denkmal J. Griesing, Inspektor des Rittergutes Hessberg, 1883 bis 1913.
Jetzt ist das Bild weg, ne? Ist nur noch weiß. Ist aber auf jeden Fall der Stop. Sieht gut aus. Wir ziehen weiter, ziehen in Klammern und melden uns gleich wieder. So, wir sind immer noch auf dem Friedhof, jetzt angekommen hier beim Pfarrer Julius Köhler, was auch wieder ein prachtvolles Denkmal ist. Also es fällt auf jeden Fall auf, wenn ihr hier über den Friedhof lauft, auch wieder mit Schild, mit Innenschrift, alles. Unser lieber Vater, Pfarrer Julius Köhler. Gibt es ja wahrscheinlich auch nicht überall, keine Ahnung. Wir gucken wieder in die Wayfarer-App, schauen uns das an. Pfarrerdenkmal Julius Köhler akzeptiert auf jeden Fall. Und das ist ja in einem freien öffentlichen Park stehen Bänke, die werden nicht akzeptiert. Aber auf dem Friedhof wird alles akzeptiert. Und dann wundern sich die Leute, wenn die Pokémon-Spiele auf dem Friedhof einreichen. Obwohl das ja tabu sein soll und auf Friedhöfen ja nichts sein darf. Oder bei Feuerwehren oder keine Ahnung. Aber wenn doch gerade die Sachen zugelassen werden, die nicht schön sind, aber das, was sinnvoll ist, wird einfach nur ausgeblendet. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ihr habt ja auch ein Umgebungsfoto nochmal. Ruhestätte einer ehemaligen bedeutsamen Person für den Ort Hessberg. Hätte auch einfach Pfarrer hinschreiben können, eines ehemaligen bedeutsamen Pfarrers. Ist auf jeden Fall hier. Können wir auch, wenn wir ins Spiel reingucken, sehen, dass hier ein Pokestop ist. Pfarrerdenkmal Julius Köhler. Wird auch wieder weiß, warum, keine Ahnung, was da los ist. Und dem achtsamen Auge wird aufgefallen sein, dass da plötzlich eine Arena ist. Ich habe letztens ja wirklich extra versucht, eine Arena gezielt zu entstehen zu lassen. Und wir hatten ganz am Anfang mal eine Folge über Hessberg gemacht. Da haben wir hier die Friedhofskapelle eingereicht. Die seht ihr hier hinter mir, die Friedhofskapelle. Die ging durch, die ist ein Pokestop geworden und seitdem ich jetzt mit der Karte vom Xtreme arbeite, Grüße gehen raus, und die Zellen einsehen kann, habe ich ja gesagt, versuche ich natürlich gezielt mal eine Arena entstehen zu lassen. So haben wir das die Willkommenstafel eingereicht und die alleine hätte schon gereicht, weil das in der gleichen S2-Zelle gelegen hat, dass wenn die durchgeht, eins von den beiden eine Arena wird. Zusätzlich habe ich aber natürlich noch die zwei Denkmäler eingereicht auf dem Friedhof, die beide natürlich auch durchgegangen sind, auch jeweils ein Pokestop wurden. Und so ist die Arena entstanden, Friedhofskapelle Hessberg. Das war eigentlich ein Pokestop. Wer die früheren Folgen von 7 Tage 7 Stops kennt, weiß, den habe ich eingereicht. Der stand hier ganz alleine. Den können wir auch mal drehen. Weil wir so nett sind, können wir dem dicken Heiterer auch mal eine goldene geben, damit das wieder voll ist. Den habe ich eingereicht, der ist entstanden. Jetzt die anderen zwei dazu. Jetzt habt ihr hier einen Hotspot auf dem Friedhof. Könnt jetzt hier suchten, wenn ihr, wenn es mal wieder länger dauert. Setzt euch doch auf die Bank, gönnt euch Ruhe oder auch nicht. Ist verwerflich alles. Ist ein komisches Thema, keine Ahnung. Aber ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Gerade wenn man auf die Zellen achtet und schaut, wo sind die Zellen, wo ist was frei, wo kann ich noch was hinsetzen. Schummelt halt nicht so viel, das ist immer mies. Das war da oben, das war hier, war in der gleichen. Deswegen habe ich es eingereicht. Ging durch, sieht gut aus. Ihr könnt von hier natürlich auch die Willkommenstafel sehen. Die ist nämlich hier hinten zu sehen, wenn ich da nochmal drauf drücke, wenn ich hinkomme. Na, es tut sich gerade nichts. Digga, die Tafel, drück doch die Tafel an. So, da habt ihr nochmal die Willkommenstafel Nord. Aber einer steht ja trotzdem noch aus, nämlich die Amtstafel, die wir schon mal eingereicht haben, die abgelehnt wurde. Da gehen wir jetzt noch hin, gucken uns die noch an und dann sind wir eigentlich schon wieder durch. So, und wir sind am letzten Stop angekommen. Die Amtstafel, die immer nur Ärger macht, die haben wir schon mal eingereicht. Die wurde abgelehnt. Wir gucken direkt ins Programm, schauen rein. Amtstafel Hessberg nicht akzeptiert, wieder abgelehnt. Alle wichtigen kulturellen Ereignisse im Überblick. Braucht doch kein Mensch, ne? Das Umgebungsfoto auch. Erstmal Autos vorbeilassen hier. Noch mehr Autos. Vielleicht, weil es an der Straße liegt, auf dem Highway zur Hölle, vielleicht ist das nicht schön und nicht sicher. Für Einwohner und Besucher werden hier stets alle wichtigen Infos und Veranstaltungen gelistet, die in nächster Zeit anstehen und die Kultur von Hessberg aufleben lassen. Kirmes, Backhausfest, Glühweinmarkt, Sportturniere sind nur ein paar Beispiele. Trotzdem ging es nicht durch.
Ihr seht, hier ist einfach nichts, gehen in eine Leere. Jetzt natürlich die Frage an euch, soll ich das nochmal versuchen, soll ich das nochmal einreichen oder soll ich es einfach sein lassen, weil das ja eh nichts wird. Sieht ja eigentlich auch unspektakulär aus. So ist das auch mit der Gedenkbank im Park. Egal wie oft man die einreicht, da wird einfach nichts passieren. Habe ich aber trotzdem schon gesehen bei vielen Vorschlägen, dass sie da dabei sind, dass viele Leute das einreichen und dass sie dann bewerten und meiner Meinung nach es auch ins Spiel kommt. Obwohl theoretisch nur weil es vorgeschlagen wird, heißt es ja gar nicht, dass es reinkommt. Also ist egal, ist alles Quatsch. Wir fangen auf jeden Fall hier noch, was fangen wir denn? Wir tippen mal hier das an. Vielleicht haben wir ja noch ein Shiny. Nee, haben wir nicht. Dann probieren wir es nochmal hier beim Sneeble. Nee, haben wir nicht. Das war's also, denke ich mal, von meiner Seite aus. Trotzdem, von 4 Stops sind 3 wieder durchgegangen und eine neue Arena. Es hat also geklappt. Das war ja eigentlich der Sinn und Zweck der letzten Folge. Wir wollten gezielt eine Arena entstehen lassen. Hat geklappt, eine Arena ist da, ein ganzer Friedhof wurde zum Vergnügungspark umgemodelt, was will man mehr? Auf die Amtstafel könnt ihr verzichten, wo es natürlich cool gewesen wäre, hier an der Bushaltestelle, wenn frühst die Leute dastehen, ah komm, wir machen erstmal einen Raid, ne? Bis der Bus kommt, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ist leider nichts geworden, ist aber nicht schlimm, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.